Ja, hallo zusammen. Heute machen wir wieder was auf der Grillplatte. Das Wetter stimmt. Und zwar solche Wraps, die füllen wir mit Hackfleisch, ein bisschen mexikanisch angehaucht. Also hier Cheddar, legen wir los. Die Mengenangaben sind in der Beschreibung. Geht richtig schnell, wenn man natürlich genügend Platz hat. Funktioniert genauso in einer Pfanne. Ich nehme 200 Gramm Crème fraîche. Da rein kommen zwei Knoblauchzehen gehackt und Schnittlauch, etwas Pfeffer und Salz und unsere Schmandsoße ist fertig. Ich habe zwei Platten an auf Maximum, die lasse ich hier ein bisschen aus. Hier werden das alles rollen, erstmal lagern. Das ist das Gute, wir haben hier einen riesen Tisch und da drauf kommt ein bisschen Öl. Es ist 5 Minuten an, es fängt schon zu rauchen, also ist die Platte heiß. Jetzt braten wir schön unser Hackfleisch an. Das Ganze geht wirklich ratzfatz hier. Ja. Dann kommt zwei Zwiebeln in Würfel geschnitten dazu. Nochmal zwei Knoblauchzehen gehackt. Und jetzt würze ich das schon mal mit Pfeffer und Salz. Was ich jetzt auch schon mit rein mache, ist Paprika, damit die schön weich wird, also mitbraten kann. Bei Chiliflocken nicht zu viel. Zum Schluss natürlich noch Kreuzkümmel. Das passt richtig gut dazu. So, aber das Hackfleisch sieht schon hier nach sehr gut aus. Es dauert nicht mehr lange. Die Hitze wird gleich reduziert. Aber was jetzt reinkommt, sind die Tomaten. Es sind vier Tomaten gewürfelt. Ich mache noch ein bisschen Thymian mit rein, frischen Thymian. Und ja, es ist einfach es macht Spaß, hiermit zu kochen. Viele sagen, das ist kein Grill. Ja, es ist eine Grillplatte. Danach kommt noch 100 Gramm Mais und 150 Gramm Bohnen. Ich habe hier weiße Riesenbohnen. So, was jetzt noch mit reinkommt, ist Tomaten, passierte Tomaten. Ihr könnt auch Barbecue-Soße nehmen. Ich nehme hier 500 Milliliter passierte Tomaten. So, wir lassen das Ganze jetzt einfach köcheln. Es sollte ein bisschen reduzieren und nicht zu dickflüssig sein, damit das nicht rausläuft. Ich werde das nochmal abschmecken mit Salz und Pfeffer. So, los geht's. Ein Wrap. Die Platte ist auch erstmal aus. Als erste Schicht kommt der Käse. Danach dünne Schicht, wirklich dünne Schicht, was von unserem Hackfleisch. Ja. Ich mache das ein bisschen anders, wie ich das sonst mache. Ich lasse hier noch ein bisschen oben frei. So, ein bisschen was von unserer Soße. Nochmal was von dem Käse natürlich. Und jetzt klappe ich hier die Enden ein bisschen zusammen. So, und rolle es wirklich. Ja, es ist perfekt. Ich mache erstmal alle fertig. Ich habe die Platten hier angemacht. Ich werde die ein bisschen einfach anbraten, aber ich mache immer ein bisschen Öl. Ganz einfach, weil die Kruste dann besser wird. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich würde sagen, wir zertrennen einen genau in der Mitte. Das ist total saftig. Das hat sich alles vermischt. Der Käse. Okay, kleine Ecke beiß ich rein mit dem Brot. Ein bisschen rahmig durch den Schmand, Käse und Hackfleisch. Mega. Ich zeige euch noch gleich, wie ich den sauber mache. Habe ich mal versprochen. Ich denke mal, in diesem Video zeige ich gleich. An alle anderen, die nun das Rezept sehen wollten, vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt zeige ich euch, wie ich das sauber mache. Etwas Wasser mit Spülmittel, ein Spachtel und so ein Schwamm mit so einer Seite. Der Grill sollte an sein, dann geht es leichter auf Minimum. Und dann gebe ich einfach ein bisschen Wasser. Man sieht, es kocht und wir können es sofort runterschieben. Man sieht, es löst sich sofort. So, jetzt kann man den auch ausmachen, wenn er heiß ist. Das reicht. Es lässt sich einfacher zu reinigen. Das Wichtigste, wenn ihr hier mit Wasser reinigt oder so viel, es ist jetzt auch nicht viel, dass ihr einfach diese Tasse leert. Es ist mir schon passiert, dass sie übergelaufen ist, weil die ist jetzt nicht besonders groß. Es ist ja auch nicht besonders voll, aber ja, einfach darauf achten. Und für die Ränder nehme ich jetzt mehr einen Schwamm. Ich gehe auch hier nochmal drüber. Man sieht, also die Fläche ist blitzeblank und die Ränder, die lassen sich auch super reinigen. Man muss hierfür, ja, 4 Minuten investieren, 5 Minuten am Schluss vom Grillen. Aber danach ist die auch sauber. Ich kann die auch nur abkratzen, aber ich mache die wirklich gut sauber. Dann steht das ein paar Wochen und wenn da ein bisschen noch Fell dran ist, dann klebt das der Staub. Ich finde das nicht so gut. Deswegen mache ich komplett hier mit ein bisschen Spüle sauber. Und dann kann ich beim nächsten Mal die einfach auspacken und die ist tipptopp. Ja, Leute, es ist ungelogen, 5 Minuten vergangen. Also, das sieht gut aus, wie neu, kann man schon sagen. Ein bisschen verfärbt, ist klar. Das Gute, man muss das nicht einölen, bloß nicht. Sonst klebt der Staub wieder an der Platte, ist ja Edelstahl. Das Einzige, was ihr noch machen müsst, diesen Becher ausspülen. Ich tue das in die Spülmaschine und es ist erledigt. Also, somit seid ihr auf der sicheren Seite beim nächsten Grillen. Und das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.